Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu World of Warcraft. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, es ist 0:25 Uhr, das heißt seit 25 Minuten ist Battle for Azeroth live. Und hier ist schon jemand 111. Warum? Warum ihr Lieben? In 20 Minuten, im Ernst? Oh mein Gott. Ich hatte eben spaßeshalber schon mal eingegeben. 120, aber okay. So schnell schießen die Preußen dann doch nicht. Aber in 20 Minuten 111. Naja, wir werden ein bisschen länger brauchen. Aber jetzt reden wir erstmal mit Nathanos. Der knurrt nur noch, der Typ, ey. Man könnte sagen, ihr wart zur rechten Zeit am rechten Ort. Dieses Herz von Azeroth, das der Zwerg euch gegeben hat, könnte sich noch als sehr nützlich erweisen. Doch unser Hauptaugenmerk muss weiterhin auf dem Krieg liegen. Wir können keine Streitkräfte erübrigen, um Magni bei seinem großen Kreuzzug zu unterstützen. Die Allianz wird vor nichts zurückschrecken, um die Horde zu vernichten. Zum Glück hat die dunkle Fürstin einen Plan, um uns zu stärken. Kommt, der Kriegshäuptling hat uns mit einer äußerst geheimen Mission betraut. Die Zukunft der Horde steht auf dem Spiel. Lassen wir sie lieber nicht länger warten. Unser Kriegshäuptling verlangt nach euch. Eine Mission größter Wichtigkeit und Geheimhaltung. Okay, dann auf zu Sylvanas, die vermutlich da unten in der Burg steht. Bin ich jetzt mal sehr gespannt, was die von uns will. Ich brauche jemanden, dem ich uneingeschränkt vertrauen kann. Die Horde gewinnt diesen Krieg nur mit Verbündeten. Der kleine König hat etwas, das ihm nicht gehört. Ich will es zurück. Ihr müsst Sturmwind infiltrieren und einen politischen Gefangenen befreien, der den Verlauf des Krieges entscheiden könnte. Zu unseren Gunsten. Seid ihr der Aufgabe gewachsen? Wir enttäuschen euch nicht, meine Königin. Oh, davon bin ich überzeugt. Lernt euer Team kennen. Ich habe schon einen Trupp für euch zusammengestellt. Holt mir meine Beute. Holt mir meine Beute, einen politischen Gefangenen. Ich habe eine Ahnung, um wen es sich dabei handeln könnte, der da in Sturmwind gefangen gehalten wird. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es aber dann sehen. Weil ich mich frage gerade, wenn dem so ist, gab es dazu irgendeine Videosequenz? Ich glaube nicht. Hätte ich doch bestimmt gesehen. Okay, wo ist denn mein Team? Hier beim Bier trinken. Aha. Grüße. Sitzen in der Mann. Kneipe. Hey Mann. Gut, alle sind hier. Okan und erste Arkanistin Talisra. Aha. Okay. Ja, dann trinken wir erstmal ein Bierchen, oder? Was wollt ihr? Die dunkle Fürstin hat ihr Vertrauen in uns gelegt. Wir werden nicht versagen. Meine Herrin ist wirklich sehr gerissen. Wenn wir Sturmwind erobern wollen, werden wir die Besten der Horde brauchen. Doch der Trupp muss klein genug sein, um unbemerkt ins Herz des Allianzgebiets vorzudringen. Nathanos mustert die versammelte Gruppe und streichelt sich über das Kinn. Ja, ich kann es genau sehen. Unser weiterer Weg liegt klar vor mir. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid, die Mission des Kriegshäuptlings anzugehen. Schließt das Szenario die Flucht aus Sturmwind ab? Ich habe einen Trank für jeden von euch, aber trinkt ihn noch nicht gleich. Okay, was haben wir denn da? Pestrufers Sterbefix. Aha. Nehmt den Trank, Meine okay. Königin hat für alles vorgesorgt. Unser Transportmittel wartet auf der Stadtmauer auf uns. Lasst uns aufbrechen. Wieso heißt das Zeug Sterbefix? Der einfachste Ausweg. Wird euch töten. Okay. Deswegen heißt es Sterbefix. Na dann. Okay, fliegen wir mal.
hinterher. Nathanos, du bist nicht der Schnellste. Irgendwie kann das sein. Ich bin viel schneller als du, mein Freund. Diese Kriegsadler werden uns zu unserem Ziel bringen. Seid ihr bereit? Dann steigt auf. Aha, Kriegsadler. Okay. Ja, komm hier. Welchen nehmen wir denn mal? Ich nehme den hier. Transportmittel vom Bollwerk genutzt. Mhm, ich bin dabei. Dann geht es jetzt nach Sturmwind oder wie? Na gut. Oh, oh. Das geht schnell, glaube ich. Wir müssen nicht den ganzen Weg fliegen, ihr Lieben. Wir werden hier mal rübergesäppt. Das finde ich sehr nett. Hört gut zu. In Sturmwind sind wir voneinander abgeschnitten. Ihr dringt mit Talisra und Rokan ins Verlies ein und befreit die Gefangenen. Okay, es sind unsere das dann mehrere? Haben einen geheimen Eingang entdeckt. Ich decke mit den Tauren euren Rückzug. Sollte die Situation ausweglos sein, nehmt, was ich euch gegeben habe. Es ermöglicht einen schnellen Tod. Na, das habe ich aber eigentlich nicht vor. Ich habe keinen Bock, hier zu sterben. Wenn ihr die Gefangenen befreit habt, bringt sie zu diesem Schiff dort unten. Ich lege mir den Trank mal doch lieber dahin, ne? Man kann ja nie wissen. Bevor die mich hier festnehmen, foltern und vierteilen und keine Ahnung. Ich werde euch finden. Viel Glück. Haut er einfach ab? Das ist wie echt nach Sturmwind. Da stehen doch überall Wachen. Die sind doch böse hier und ich kenne mich doch hier nicht aus. Ja, ich bin ja nicht allein. Ich bin ja nicht allein. Okay. Ich habe die Phase abgeschlossen. Das ist schön. Betretet das Verlies. Öffnet das Zugangstor zur Kanalisation. Ich hau mir mal... Wartet mal ganz kurz. Wir müssen das mal anders... Nein, nein, nein! Oh. Alter, bist du irre, Mädchen! Ich wollte doch nur... Okay. Ich wollte es doch nur verlegen. Ich wollte nicht sterben. Okay, ich hau mir mal eine Pfefferhaxe rein. Ja, genau deswegen wollte ich das verlegen, weil das hier so kacke da drunter liegt. Alter, ich hätte tot sein können, ey. Also bevor wir jetzt hier irgendwo reingehen, so. Erstmal die Haxe. So, und jetzt hier, komme ich hier rein? Ach so, hier. Okay, na dann. Abwärts. Die siebte Legion ist hier. Wen immer wir rausholen, die Menschen lassen's echt nicht drauf ankommen. Ich gehe vor und spüre die Gefangenen auf. Gebt mir Deckung. Wir werden sie ablenken. Seid vorsichtig. Okay, also Rokan weiß anscheinend auch nicht, wen wir hier rausholen sollen. Na gut. Ja, dann werden wir jetzt hier mal... gucken, dass wir uns hier durchschnetzeln, ne? Okay, okay. Können wir die looten? Können wir nicht. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin, okay. Wir hier eingekerkerte Schlägerin. Okay, okay. Alles wird gut. Oh, jetzt sind wir hier echt voll in Sturmwind unterwegs. Ey, das ist ja nicht zu fassen. Da ist nur noch einer. Hol den auch mal weg. Ich muss mich natürlich jetzt hier ordentlich erstmal konzentrieren, ihr Lieben. Ne?
Da kann ich jetzt gerade nicht ganz so geschwätzig sein. Vor allen Dingen natürlich auch wegen Dämonologie. Ich muss ja erstmal üben hier, ne? Und dann schicken die mich gleich nach Sturmwind. Die sind doch bescheuert. Wir sind doch alle irre hier. Okay, aber bis jetzt komme ich einigermaßen gut zurecht. Guckt euch die Wichtel hier an. ja, achso. Ah, ich habe keinen Splitter mehr. Okay. Dann müssen wir erstmal gerade ein paar Splitter farmen. Achso. Da sind schon alle tot. Ich oder wer? Befreit Sauerfang. Mhm. Das habe ich mir doch schon fast gedacht, dass der gute Sauerfang hier sitzt. Konnte man das in irgendeinem Video sehen, dass der gefangen genommen wurde? Glaube nicht, oder? Machen wir mal die Zellentür auf. Oh, mein Freund. Ja, du hast aber eine ganz schön große Zelle hier bekommen. Also schlecht geht's dir hier nicht, oder? Was braucht ihr von mir? Ihr glaubt, ihr werdet hier, um mich nach Orgrimmar zurückzubringen. Zurück zum Kriegshäuptling. Aber da irrt ihr euch. Und was meint ihr damit? Ein ehrenhafter Tod auf. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich in dieser Zelle verbracht habe. Aber es spielt doch keine Rolle. Nach allem, was sie getan hat, kehre ich niemals zu ihrer Horde zurück. Vergesst niemals den Unterschied zwischen Loyalität und Ehre. Und betet, dass ihr niemals wählen müsst. Ihr kommt nicht mit uns. Wir wissen beide, ihr seid nicht wegen mir hier. Die, die ihr sucht, findet ihr am Ende des Gangs. Ich verstehe. Ihr seid euch sicher, Hochfürst? Komm, Champion. Hier bin ich. Loktar. Ogar. Okay. Er will echt nicht mitkommen? Also ganz ehrlich, mein lieber Sauerfang, ob ich das so in Ordnung finde, weiß ich aber auch nicht. Er befreit die anderen Gefangenen, entkommt aus dem Verlies. Okay. Da will er lieber hierbleiben in der ollen Zelle? Und was heißt überhaupt, ich weiß doch nicht, wie lange ich hier schon drin war. Alter, so lang kann das jetzt eigentlich auch nicht gewesen sein, ne? Letztens hast du noch mit uns in Lordaeron rumgehangen. Ich stotter schon, ihr Lieben. Es ist viel zu spät für mich eigentlich. Aber ich muss spielen jetzt. Es geht nicht anders. Eigentlich gehöre ich ins Bett. So allmählich. Ich muss nämlich um 8 Uhr rappelt der Wecker morgen. Aber hey, egal. So, warte. Da ist doch noch einer. Ich war jetzt nicht mehr. Okay. Hier geht's lang. Ah, da kommt unsere Eskorte. Wie ich versprochen habe, Prinzessin. Okay, wer seid ihr? Prinzessin Talanji und Sul der Prophet. Okay, na gut. Dann lassen wir euch mal raus. Danke. Mein Prophet sagt mir, ihr seid auf unserer Seite. Euch kenne ich doch. Ihr seid die Schlange, die... Wir sind hier auf Geheiß der Horde. Ich bin Talisra und das ist Rokan. Vorstellungen machen wir später. Regelt alles ab! Das ist echt fieser Voodoo. Talisra? Ein Nullifikationsfeld. Ich kann nicht zaubern. Mir nach, los. Das ist schlecht. Könntet ihr mal hier mir die Stille hier wegmachen? Wir müssen hier weg. Ich sehe doch nichts, wenn dieses Ding hier im Weg ist. Das ist ja lästig. Wie kommen wir raus? Ja, wenn ihr es nicht wisst. Wie wo lang? Das wäre ein Fehler. Wir müssen in die andere Richtung. Wehe, das stimmt nicht. Hallo? Die Wände kommen hier auf uns zu, glaube ich. Oh. Okay,
Okay. Es geht weiter. Wir schnetzeln uns durch. Es ist aber eng hier alles, ey. Wenn ich ein bisschen größere Verliese bauen können. Man sieht ja hier gar nicht richtig, was man tut. Okay, entkommt aus dem Verlies. Okay, das heißt, wir kämpfen uns durch. Oh, ich habe Sturmwind entdeckt. Na, seht ihr mal. Okay, warte. Ich komme. Ich kämpfe von hinten, ne? Ihr macht das da vorne und ich mache das hier von hier hinten irgendwie. Okay, so. Wichtel rausholen, alles klärchen. Ja, alles. Sagt wer? Achso, Lyra. Aha. Wie kein Schritt. Ja, und kämpfen wir jetzt hier oder kämpfen? Wir kämpfen. Ich kämpfe. Niemand überrumpelt die siebte Legion. Okay, ich muss den Anfang machen. Dann nennen die mich Hordenabschaum. Glaube ich, Spinne. Ach, ich meine, nicht lächerlich, Mädchen. Okay, da kommt auf jeden Fall Eis von oben. Ja, schauen wir mal. Wir schaffen das. Halt hier mal drauf, ne? Jemand muss sie aufhalten. Hier riecht's nicht angenehm. Wo führt er hin? Dem Troll zufolge. Nach draußen. Bitte, vergeudet noch mehr Zeit mit diskutieren. Ja, aber ich will doch erstmal hören, was ihr zu sagen habt, Freunde. Entkommt unbemerkt aus Sturmwind. Okay. Hey. Für die Dunkelspeere. Wir müssen hier raus. Ich kann uns an den Wachen vorbeischmuggeln. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Alles klar, mein Lieber. Kommt das mache wieder, ich. Wenn ihr meine Hilfe braucht. Ich komme wieder. Ja, ich gehe gar nicht weg von dir. Und ihr Lieben, wir schleichen uns durch Sturmwind in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und bis dahin, eure Trin.